Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zur My Journey Karriere im FM 24 von FM Zocker. Ja, wir sind endlich zurück. Endlich konnte ich ein bisschen weiter spielen. Ist ja auch wieder eine Woche her. Rikov ist wieder fit. Das ist schon mal sehr gut. Kann auch direkt rein für Kurani, Antlitz. Ja, komm, ja. Wir gehen lieber auf das komplett Stärkere. Das Transferangebot für Scholl ist durch, wahrscheinlich. Ja, weil es gescheitert ist. Sie wollten die 200.000 nicht bezahlen. FC Brünninghausen hat Interesse an uns. Und ja, es sieht alles soweit ganz gut aus. Wir sind hier kurz vor dem Spiel gegen Kirchenheim. Das letzte Spiel vor der Transfer, vom Transferende. Finanziell stehen wir auch sehr gut da. Wir können hier wortwörtlich da das Geld erhöhen und dann nochmal, ja okay, ein paar tausend hier so machen. Und das heißt, am 27. Februar kann ich das wieder erhöhen, also in den nächsten, am Ende der Folge sogar, kann ich das nochmal erhöhen. Und wir gehen jetzt rein ins erste Spiel, hoffen, dass wir gegen Kirchheimer FC unsere gute Form weiter ausbauen und hier gewinnen. Heute bekannt Zweikampf aus dem Weg gegangen, let's go! Die sind 18. Und ihr wisst, wie ich zu den schlecht platzierteren Gegnern stehe. Die entweder ich schieße sie komplett ab oder es wird ein zu enges Spiel mit einer Niederlage oder unnötigen Punktverlust. Das sind meistens die Spiele gegen die Mannschaften auf den unteren Tabellenplätzen und das ist das Problem, was ich generell bei jeder Mannschaft habe. Aber Emir Can hat Bock und macht das 1:0. Unser Linksverteidiger Wakmohunje, Joshua, kriegt die gelbe Karte, aber Emir Can erhöht auf 2:0. Das ist schon mal sehr gut. In der 21, nach 21 Minuten 2:0 führen. Und damit gehen wir wahrscheinlich auch in die Halbzeit, so wie es aussieht. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Am besten wäre natürlich noch das 3:0, aber mit 2:0 kann ich durchaus leben, solange wir kein Gegentor kassieren. Und wir gehen mit der 2:0-Führung in die Halbzeit. Spielergespräche. Da haben wir wieder einige Einsen, eine 2 sogar und eine 1 im Tor. Und da ist sogar noch eine 2. Ja, wir haben viele Spieler, die wir loben können. Lass uns genauso weitermachen. Und ja, 3,5 haben wir, aber der wurde gerade massiert. Deswegen warten wir da auch mal kurz. Dann kommt Querin wahrscheinlich rein. Bei Antlitz kommt Kurani rein, auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken, wegen Rick da, was wir da machen. Antlitz macht sogar noch sein Ding. Er macht sogar noch sein Ding, aber bei ihm wird der Wechsel sein wegen der Frische, die ziemlich runter geht. Und deswegen gehen wir jetzt auch rein, nehmen Anlitz runter. Victor kommt rein für rechtsaußen. Dann haben wir, ja, die gelb-rote Karte wollen wir nicht riskieren. Und wir nehmen einfach die sehr gute Note mit von Plöger. Guckball kann auch noch mal ein paar Minuten spielen. Einfach nur, weil wir es können. So, 5er Wechsel. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Verletzungen oder so davontragen. Ist natürlich sehr tragisch, aber mit die 3:0-Führung werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr so großartig nehmen lassen. Zirke nochmal mit der gelben Karte auf Gästeseite. Dann gehen wir Richtung Schlussphase. 10 Minuten jetzt noch. Scholl auch nochmal mit der gelben Karte. Perfekt, natürlich. Und ja, das Ding ist durch. Hier wird nichts mehr großartig passieren. Da ist der Schuss, wir gewinnen 3:0 gegen Kirchheimer. Sag ich egal, entweder wir klatschen die weg oder wir machen ein unnötig schwaches Spiel. Ergebnisse schauen wir mal. 1860 München 2 hat natürlich gewonnen. Wir sind mittlerweile 7 Punkte von 3 entfernt, aber immer noch 3 Punkte hinter 1860 München 2. Spieltagsstatistik schauen wir mal. Von uns ist Rüger dabei. Natürlich, Spiel des Tages ist aber Florian Meyer, der junge Mann aus Guttingen FC. Oder Fingern FC. GG, sagen wir dazu noch. Beim nächsten Spiel am 10. Februar sogar mit 2 Abgängen. Ja, und zwar bin natürlich jetzt hier gefühlt alle verletzt. Ne? Also, das ist nicht mehr normal. Wenn ich jetzt nochmal schaue: Transfers, Abgänge. So, Niklas Krotz hat uns noch nach Bordenhausen verletzt und Napo auch. Wir haben insgesamt für beide an die 12.900 gekriegt, also 13.000 ungefähr. Rikov soll nicht mehr abgegeben werden. Und ja, Matthias Leiber hat jetzt gerade ein Angebot gekriegt, ablösefrei. Dadurch ist das Geld hier nochmal viel besser geworden. Wir haben jetzt sonstiges 150.000. Das wird hier natürlich nicht angezeigt, aber egal, wir können das hier nächstes Mal ausgleichen. Einfach Transfergeld komplett hier runter und dann die 8.000 da reinbuttern und dann sind wir endlich im Positiven. Natürlich müssen wir noch 1,6 Millionen abzahlen. Das läuft aber auch noch insgesamt ein paar Jahre. Aber wir könnten momentan schon wieder 100.000, ne, 36.000 könnten wir aufnehmen. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Aber wir sind gut dabei. Wir haben die Kampagne gestartet. Darauf warten wir ja auch noch aktuell, ob das Ding. Und dafür müssen wir halt jedes Spiel gewinnen.
Dann sieht es schon besser aus. Wir gehen aber jetzt erstmal ins nächste Spiel gegen Deisenhofen. Das ist auch ein möglich einfacher Gegner. Danach müssen wir gegen 1860 2. Die Zweitvertretung von den Münchner Löwen. Deswegen geben wir hier unser Bestes, wollen auswärts hier natürlich den dritten von uns fernhalten. Und gehen auch direkt durch Kanga in Führung. Rieckhoff mit der Vorlage. Sehr gut. Ja, Antlitz ist weiterhin nicht wirklich in der Frische. Ne? Jöst auf der Gastgeberseite mit der gelben Karte. Und dann gleichen sie auch kurz darauf auf. Nachdem wir gelbe Karte gekriegt haben, wahrscheinlich den Elfmeter. Schätze ich mal. Müssen wir mal nachher nachschauen, in welche Richtung das geht. Und bitter, 30 Minuten gespielt. Und es ist halt 1-1. Deisenhofen geht in Führung. Jöst, der mit der gelben Karte natürlich. Und Saka, der das Tor gemacht hat mit der Vorlage. Ja, Antlitz kommt nicht wirklich ins Game. Rico verletzt sich. Natürlich verletzt sich mein bester Stürmer. Ja, wir haben halt keinen guten Verein, ne? Wir gehen mit einem Rückstand hier rein. Schubauer, Plöger kommt rein. Wieder Gespräche, Assistent übernimmt das hier erstmal. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Aufstellung und den Einsatz erhöhen. Let's go, Jungs. Let's go. Wir müssen hier was reißen. Wir haben noch 3 Wechsel. Was machen wir da? Victor kommt rein für Emegar, der nicht ins Spiel ist. Fernandes kommt, der Kurt Rüger spielt natürlich wieder ein sensationelles Spiel. Kanga gleicht aus. Wichtig, 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 dass er hier ausgeglichen hat. Nochmal die Verletzung auf Gastgeberseite. Natürlich gute Besserung von uns. Und ja, es bringt nichts. Fernandes kommt rein für Asbjørnsen in der Hoffnung, dass er was macht. Aber nein, wir kassieren in der 78. Minute wahrscheinlich den Endstand. Das wird es gewesen sein. Hier werden wir nicht nochmal zurückkommen. Bin ich fest von überzeugt. Ja, und da ist der Schluss für viel. Verlieren ausgerechnet da, wo wir uns weghalten können. Ne? Und 1860 hat bestimmt wieder gewonnen. 4-0, ja. Und die sind jetzt 6 Punkte weg und die sind 3 Punkte dran. Bitter, es wäre so wichtig gewesen. Es wäre so wichtig. 4 Punkte sind nicht dran. Es wäre so wichtig gewesen. Spieltagsstatistik ist natürlich niemand von uns hier dabei. Spiel des Tages ist Tarsi Bonga. GG sagen wir dazu nur. Jetzt das Topspiel. Wir können wieder auf 3 Punkte rankommen. Und ich habe eine kleine Formationsänderung gemacht. Ich habe einen Stürmer runtergezogen, habe dafür Fernandes als Defensiven hingesetzt. Der ist halt nur, ja, 4 Punkte schwächer. Aber ich schätze mal, dass er das schnell machen kann. Wird so ein bisschen Box-to-Box spielen, genauso wie Rüger. Aber Asbjørnsen ist halt unser Spielmacher. Dadurch ist das hier alles. Ich stand auch gerade... Alter, ihr wisst mich verarschen. Guckt euch diese Nachricht an. Ist wieder fit. Diese Woche. 2 Tage später. Muskelfaserriss. Wir haben so viel Pech mit Verletzungen. Ich hoffe, dass das finanziell in die richtige Richtung geht, wenn wir soweit wir sind. Ja, jetzt müssen wir erstmal gegen 1860 München alles geben. Wir sind generell ein bisschen stärker und deswegen würde ich sagen, geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Es ist halt jetzt auch eine neue Formation. Ne? Ich bin gespannt, wie Rieckhoff damit klarkommt und ob wir zu Hause eine Macht sind. Asbjørnsen verletzt sich. Perfekter Start hätte ich mir nicht wünschen können. Wer kann alles da spielen? Rüger und Kanga. Ja, denn Kanga geht es in die Richtung. Und schon sind wir schwächer. Schon sind wir schwächer als 1860. Das sind schon gut 10 Punkte, die wegfallen, glaube ich, ne? So, es ist ein ruhiges Spiel und wir gehen natürlich in Rückstand. Uru Takba mit dem 1-0 kurz vor der Halbzeit. 38. Minute, bitter. Bitter, bitter, bitter. Kanga, ja, der kommt nicht klar auf seine aktuelle Position. Und das war nicht der Matchplan, Jungs. Los, wir gehen erstmal ohne großen Einsatz, große Einsatzerhöhung in die zweite Halbzeit. In der Hoffnung, dass wir hier was machen. Selis Seils kriegt die gelbe Karte. Und ja, wir müssen gucken. Sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Richter kriegt auch die gelbe Karte. Dann gehen wir hier rein. Ziehen Richter auf Kangas Position. So, so will ich das machen. So, so, genau. Ne, Kanga soll hier hin. Rieckhoff da. Die bleiben so. Und dann kommt Antlitz rein. Fernandes ist natürlich komplett am Arsch. Und jetzt wird der Einsatz erhöht. Sturmtank, Antlitz. Let's go. In der Hoffnung, dass wir hier noch einen Punkt holen.
Damit die nicht zu weit weggehen. 23. Spieltag. Ein Punkt wäre schon Bombe. Und sie kriegen die gelb-rote Karte. Und Antlitz macht den Ausgleich. Kommt sogar noch die Sensation hier durch die rote Karte. Aber ich glaube nicht. Aber dieser eine Punkt reicht. Dieser eine Punkt reicht mir. Wir bleiben 6 Punkte von denen entfernt, aber er reicht mir, weil wir halt, okay, die sind jetzt auf 4 Punkte dran. Deisenhofen hat verloren. Das ist schon mal sehr gut. Wir bleiben auf 6 Punkte. Bei noch 11 Spielen ungefähr Abstand. Von uns ist natürlich niemand dabei. Tim Greifiger, der Rechtsverteidiger von Pippitzried, ist Spieler des Tages. GG, sagen wir das nur. GG. Es kann sein, dass der Ton jetzt ein bisschen anders ist, weil ich das Mikrofon ein bisschen umgestellt habe. Weil das schon gerade krass ins Handgelenk ging, die ganze Zeit da drüber zu greifen und so. Und deswegen habe ich das jetzt ein bisschen umgestellt, jetzt greife ich da drunter. Wir müssen gegen die TSV Schwaben Augsburg. Ich liebe dieses Wappen von denen. Weiß nicht, ich finde das irgendwie hat was, gefällt mir. Nur die Hiobsbotschaft ist, ja okay, Campbell ist wieder fit. Das ist schon mal etwas. Tukbay ist wieder dabei und wir können ihn auch direkt spielen lassen, weil Asbjørnsen erstmal bis zum 19.04. verletzt ist. Der fällt gefühlt Rest der Saison aus, gefühlt, sage ich aber nur. Wir können hier jetzt Geld ausgleichen. Noch 15.000. Es wird so wunderschön gleich sein. Guckt euch das an. Wir sind offiziell im Plus. Und jetzt können wir das auch ein bisschen besser machen. Ich gehe mal hier auf Transfers ein bisschen runter. Ja, komm, wir machen einmal komplett überall runter. Und ich mache das alles auf Sonstiges. Jetzt haben wir 63.000 bei Sonstiges. Dann gehen wir hier 5.000 runter, packen die auf Gehälter. 5.000 runter, packen die auf Gehälter. Dann ich nochmal 5.000. Ja, komm, die mache ich dann so. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Immer wieder auf Infrastruktur, damit die langsam steigt. Weil Transfers kann ich nicht mehr machen. Gehälter habe ich zwar noch 5.000, aber ich kann da nichts mehr machen. Die Kampagne muss ja auch irgendwann mal starten. Eivisaat Interesse an uns. Oberliga Niedersachsen bringt uns nichts. Das ist immer noch der gleiche Verein. Ich wollte hier gehen. Bierschit, Oberliga Rheinland-Pfalz. Das sind alles Abstiegskandidaten. Karrieremäßig ist hier nicht wirklich was dabei. Ja, das sind nur die Angebote. Ich wäre maximal unterste Liga, die ich akzeptiere, ist vierte Liga. Weil hiermit kann ich aufsteigen mit dem Verein. Aber wir steigen halt nicht auf vom Level, das ist das Problem. Wir müssen halt warten. Nein, will ich nicht. So, gehen wir rein. Schwaben Augsburg. Kurz vor März. Let's go. Gebt euer Bestes. Wir müssen mal wieder gewinnen. Wir haben 2 Spiele in Folge nicht gewonnen. Let's go, Jungs. Neue Formation. Jetzt hattet ihr ein bisschen Zeit, euch einzuspielen. Und Kanga mit der Führung. Sehr gut. Sehr gut. Rick, da muss man wieder starten. Ne? Emigan ist auch nicht wirklich so in Form aktuell. Da muss ich gleich mal drauf achten. Vielleicht bringe ich den auch schon zur Halbzeit. Dass er mal ein bisschen mehr was machen kann. Emigan hat auch wirklich gar keine Lust. Petrich verletzt sich. Das ist gute Besserung von unserer Seite. An den Augsburger. Davich mit der 2-0-Führung. Sehr stark. Tukbay mit der Vorlage. Jetzt auch sogar als Kapitän. Kommt als Ersatzspieler und spielt auf einmal Kapitän. So, dann gehen wir in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Und es sieht soweit ganz gut aus. Mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit, damit kann man durchaus leben. Aber ich werde dennoch Emirgan runternehmen. Rikta darf ein paar Minuten spielen. Assistent übernimmt das hier wieder mal. Lass uns genauso weitermachen und ab in die zweite Halbzeit. Wir können einmal komplett durchwechseln. Wir können Antlitz wahrscheinlich für Tukbay bringen. Campbell kann für Kanga kommen. Urani dann für Rikov. Wenn Rikov nicht treffen sollte bis zur 70. Ich werde dieses Mal ein bisschen später wechseln. So, da sind wir in der 70. Urani kommt für ihn. Campbell darf ein paar Minuten spielen. Bürger kommt für nichts. Ich glaube, Bürger spare ich mir für... Plöger spare ich mir wirklich, falls Campbell gleich wieder verletzt sein sollte. Und Antlitz darf offensives Mittelfeld spielen. Let's go. Wie sieht es jetzt aus?
81. Minute. Wir müssten schon hart den Faden verlieren, dass hier noch was passiert. Dann nehmen wir jetzt Paul Scholl runter. Leiber kommt ein bisschen wegen der Frische. Und das Ding hier ist durch. Wir gewinnen mit 2 zu 0 gegen die Schwaben Augsburg. Stark. Stark. Endlich wieder ein gutes Ergebnis. Und 80-60 hat sogar unentschieden gespielt. Wir sind sogar wieder auf 4 Punkte dran. Leisenhofen kommt wieder ran. Da sind wir auch 5 Punkte von entfernt. Das ist alles. Es läuft alles perfekt. Es läuft einfach alles perfekt. TSV Rhein-Lech, unser nächster Gegner. Gerade wo wir endlich wieder Punkte gesammelt haben, geht's in die nächste Runde. Und wir können hier mal schauen. Ich kann hier einen Visor mitnehmen. Damit haben wir endlich einen Ersatzspieler für hier. So, ja, Asvensen ist halt noch verletzt. Sieht gut aus, aber wir haben auch gerade eine Nachricht gekriegt. Zusätzliches Budget, 11.600. Spieler sind froh über ihre Entscheidung, dass wir nicht dahin gewechselt sind. Er ist noch angeschlagen. Felix Hügel hat sein Trainingsziel erreicht, das ist mir aber auch relativ. Und wir gehen wirklich in eine gute Richtung. Wir gehen wirklich in eine gute Richtung. Let's go. Ich habe Bock hier auch Rhein-Lech fertig zu machen. Kämpft um jeden Ball. Wir brauchen den nächsten Sieg. Und am besten wäre, wenn 1860 wieder patzt. Emegan auf jeden Fall mit der Bedankung, dass ich vergessen habe, ihn rauszunehmen. Macht das 1 zu 0. Mit der Vorlage von unserem Linksverteidiger. Also die linke Seite komplett unter sich. Jetzt gehen wir langsam Richtung Schlussphase, erste Halbzeit. Ja, so ungefähr 25. Minute müsste das jetzt in die Richtung gehen. 30 Minuten sind gespielt. Let's go, Jungs. Let's go. Und Emilgar macht den Doppelpack. Er macht den Doppelpack. Nochmal zum wichtigen Zeitpunkt einen draufsetzen. Und wir gehen mit der 2-0-Führung auch dieses Mal wieder mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit. Campbell kommt direkt rein für Kanga. Spielergespräch übernimmt der Assistent wieder. Und so haben wir uns das vorgestellt, Jungs. So haben wir uns das vorgestellt. Alle Spiele aufwärmen. Und let's go. Rikov. Ja, für Rikov ist es halt leider nicht wirklich das Ding, ne? Urani, komm rein. So, dann kriegen wir Plöge als Linksverteidiger. Emigan macht sogar den Doppelpack. Kurt Rüger kriegt eine Pause. Wieso soll ein bisschen reinkommen und den Einwechsel spare ich noch fürs Ende. Und dann kommt er rein. Wieso macht sogar noch sein Tor, Alter. Der kommt wieder back on back und macht das 4 zu 0. Damit haben wir sogar Emigan mit dem Viererpack, ja? Ja, Viererpack von Emigan. Der Junge hat Bock. Der Junge hat dieses Spiel Bock gehabt. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Jetzt ist es zu Ende. Wir gewinnen 5 zu 0 gegen Rhein-Lech. Perfektestes Spiel, was ich mir wünschen kann. Ergebnisse schauen wir mal. Die Münchner Löwen haben natürlich gewonnen. Und die hinter uns platzen die ganze Zeit unter sich. 4 Punkte auf 1860, 7 Punkte auf 3. Spieltagsstatistik habe ich gerade vergessen. Von uns ist Emil Garn, Rüger und Plöger und Schubauer dabei. GG sagen wir das schon. Und Sascha Mölders natürlich. Sascha Mölders ist Spieler des Tages. GG. Gegen Erlbach. Eigentlich kein einfacher Gegner. Und die müssen gegen den 14. aus Nördlingen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Ich hoffe einfach, dass wir da einen guten Job machen. Ich will jetzt nochmal schauen. Ja, die sind alle in super Form. Campbell. Ja. Kangas ist ein bisschen besser drauf. Hausdorfer ist auch wieder fit. Haben wir eine 14, ne? Ja, durch das an. Paul Scholl einfach. Da will ich, also die Spieler hier haben gerade extrem Bock. Nachrichten haben wir auch. Angeschlagene Spieler, ja. Weiß ich. Bieber erreicht Trainingsziel. Soll auch gerne erreichen können. Wir gehen immer weiter Richtung Ende der Saison. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Spiele. Ja gut, ein paar machen wir noch. Die Folgen sollen ein bisschen schneller vorangehen. So, gebt euer Bestes. Und dann ist in der nächsten Folge auch schon Saisonschluss. Erste Saison ist dann zu Ende. Und das könnte auch interessant werden. Aber Erlbach macht gerade ein bisschen mehr Stress, als mir lieb war hier am Anfang. Aber jetzt kommen auch wir. Let's go, Jungs. 15. Minute. Ja, diesmal kein frühes Tor von Emilgan oder Kanga. Erstmal nur die gelbe Karte auf Gastgeberseite und wir gehen in die Schlussphase, torlos in die Schlussphase der ersten Halbzeit.
Und da bleibt es auch bei. Wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Spielergespräche, Assistent, Halbzeitansprache. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf, Jungs. Komm schon. Alle Spieler aufwärmen. Wir gehen erstmal unverändert rein. Emigan kriegt die gelbe Karte und wir können gleich einmal durchwechseln. Komplette Offensive, würde ich sagen. In der 60. Weil hier gerade nichts passiert. So, Kanga. Richter. Nee, Campbell, Richter so. Kurani kommt rein. Und Antlitz kommt als Offensiver. Nützt ja nichts, obwohl ich könnte auch so und so machen. Probieren wir es mal so. Halbzeitansprache ist alles eingestellt. Vierfachwechsel. Ein Wechsel habe ich noch und das ist wegen Visor, weil der halt noch angeschlagen ist. Und wir wollen hoffen, dass er gleich genauso wie gerade einfach mal so ein Tor macht. Aber es sieht nicht danach aus. Wir bringen nochmal einen Linksverteidiger rein, um ein bisschen was über die Seiten zu bringen. Aber es wird ein Unentschieden. Es wird ein torloses Unentschieden. 88. Minute. Ja, da ist der Schlusspfiff. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Ergebnisse. Und sie verlieren. Wir kommen sogar noch einen Punkt ran. Wir kommen sogar noch einen Punkt ran. Sie verlieren einfach 1 zu 4. Aber die kommen auch an uns ran. 5 Punkte. Das ist 3 Punkte Abstand von 1860 München und haben eine bessere Tordifferenz. Spieltagsstatistik. Schauen wir mal. Von uns ist hier natürlich niemand dabei. Spieler des Tages ist Yannick Noller. GG sagen wir dazu nur. Und damit wären wir auch schon beim letzten Spiel in der heutigen Folge gegen Kielhans Schöring. Auch geile Namen, Alter. Bayernliga Süd. Geile Namen. Muss ich sagen. 1860-2 im Muss gegen Kirchheimer. Läuft auch in die falsche Richtung und unsere Mannschaft sieht eigentlich ganz solide aus. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, in welche Richtung das hier alles geht. Plöger wird wieder runtergenommen, weil er keine guten Noten schreibt. Schubauer, ja, ist eine Nummer für sich, Alter. Schubauer macht da wirklich einen sensationellen Job. Und wir werden jetzt auch nochmal gegen Ende extra mit den Jungs reden. In der nächsten Folge beenden wir dann die Saison. Gucken wir mal, Florian Mayer gibt im Training alles, obwohl er bestimmt abgefuckt ist, weil er sowieso nie zum Spiel kommt. Maximilian Mayer hat gut trainiert. Quirin hat gut trainiert. Leiber, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Visor, bei dir das Gleiche. Ja, ohne dass ich hier weggehe. Carlo Kurani gibt im Training alles. Emirgan, wenn ja, du hast die Saison. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Let's go. Bye. Körperlich stärker werden. Kempe, du hast gut trainiert. Kommst auch langsam wieder ran. Im Training alles. So, dann habe ich nochmal mit den Jungs geredet. Team Dynamic ist bei 86. Das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis. Wir wollen hier natürlich unsere Revanche aus 1 zu 0. Deswegen geben wir unser Bestes. Wir werden nicht verlieren, sage ich nicht. Und Tokbay macht auch direkt nach der Ansprache gerade das 1 zu 0. In der ersten Minute. Besseren Start kann man sich eigentlich nicht wünschen. Aber meistens sind diese Spiele, laufen die falsch für mich. Außer natürlich, es bleibt es beim 1 zu 0. Dann wäre es irgendwie total das widerlichste Spiel als Fan. Ne? Du guckst so erste Minute 1-0, denkst ja geil, das wird so ein 100-Tore-Spiel und dann passiert einfach nichts mehr. Wäre auch schon ziemlich bitter. Wir kassieren aber natürlich, wie ich gesagt habe, das sind die schlimmsten Spiele für mich, dass den Anschlusstreffer oder den Ausgleichstreffer besser gesagt von Simon Jauch in der 25. Minute 24 Minuten geführt, nur um dann ein Gegentor zu kassieren. Besser kann es nicht laufen. Und jetzt geben wir wieder alles. Wir müssen rankommen. Wir sind 3 Punkte hinter Dingsda-Bumsda. 1860. Und die müssen halt nur noch einmal patzen. Und deswegen müssen wir hier schauen, dass wir eventuell was reißen und bringen unsere jungen Wilden. Hernandez ist auch gar nicht gut im Game. Rüger wird nach hinten gezogen. Spielergespräche. Ist alles soweit in Ordnung. Ich hoffe einfach, dass wir es hinkriegen. Wir bringen vielleicht noch mal Kurani. Und ja, perfekt. Rote Karte der Rüger. Besser kann es nicht laufen. Und wir gehen in Führung. Antlitz macht trotz Rückstands. Trotz 7-minütigen Rückstand das 2 zu 1. Aber wir kassieren in der 85. Minute das 2 zu 2. Wie bitter ist das hier bitte? Wie bitter ist das hier? Und wir spielen unentschieden, erneutes Unentschieden, zweimal in Folge. Ey, wie bitter ist das? Und 1860 gewinnt wieder und zieht wieder auf 5 Punkte weg.
Es ist so bitter. Spieltagsstatistik, schauen wir uns an. Rüger hat es dennoch in der 11. Spieltag. Es wird doch wahrscheinlich eine Talentaufwertung kriegen, der junge Mann. Und ja, wird er für 3 Spiele erstmal gesperrt. Tino Reich ist Spieler des Tages. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge auch beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass